Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Mass Effect Andromeda. Wir sind... Ja, die Panzerung brauche ich jetzt gerade nicht. Wir sind hier auf dem Markt von Aya gelandet. Ich habe mir eine kreative Denkpause gegönnt, wenn man das so benennen kann. Ja, halt wie gesagt, eine kleine Pause, die war irgendwie dringend nötig, jedenfalls für mich. Jetzt nicht so vom Spiel her. Jetzt kommt die Stelle, wo man das so gründen muss, ne? Da wird es dann schon schwierig. es gab viel Gnad und viel Kritik und das ist alles etwas, was natürlich ein YouTuber vertragen muss. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht weiter unterhalten. Es gibt aber so Kommentare, jetzt passt auf, es gibt so Kommentare, hey, du bist ja voll doof und behindert und sowieso eine Plunz und dann, wisst ihr, sowas, damit kann ich umgehen. Das prallt an mir ab und das ist okay, ich lach darüber. Und dann gibt es aber auch so Kommentare, die einen eher so Fragen in den Bauch, naja, also mir Fragen in den Bauch drängen, also drücken, wo ich mir denke, naja, woran liegt es denn jetzt genau? Was meint der Kommentarschreiber? Liegt es jetzt am Spiel oder liegt es irgendwie an mir? Einer schrieb irgendwie, es wär für ihn völlig unerträglich, jetzt hier noch zuzuschauen. Okay, ich meine... Da frage ich mich auch, wieso schreibst du es denn? Ne, dann geht doch einfach, bitte. Geht doch. Muss doch jetzt nicht sein. Und ja, das zog sich teilweise durch, also tagelang eben durch die Kommentare. Und ich frage mich immer noch, was mache ich eigentlich falsch? Bis ich eigentlich zu dem Schluss gekommen bin, hey Leute, ich selbst kann mich nicht ändern. Also, ich weiß nicht, wenn es für euch ein Problem mit dem Spiel gibt, dann schaut es einfach nicht mehr. Wenn es ein Problem mit mir gibt, dann schaut es auch nicht mehr. Und es ist mir jetzt irgendwie völlig egal. Also mir hat diese Pause gut getan, indem ich mich mal so ein bisschen wieder so, wo ich, naja, in mich gehen konnte einfach. Und mir weismachen konnte, was heißt das eigentlich, ein Let's Play hier zu machen. Und worauf kommt es eigentlich an? Und ich meine, ich bin jetzt natürlich auch nur ein ganz normaler Mensch mit Fehlern und auch ich mache Fehler, aber es ist dann eben sehr kritisch immer wieder in den Kommentaren aufgekommen und sehr erbost teilweise auch, wo ich mir denke so, hey, okay, bleib mal locker, das kannst du mir, also mit mir kann man ja reden, ja, das ist doch kein Problem. So, das wollte ich jetzt nochmal schnell loswerden. Wir sind jetzt wieder aus der Pause raus, wir entschlacken uns, ja, ne, witteln mit den Armen. Und ja, ich habe ganz viel getan übrigens in der Zwischenzeit. Ich war, glaube ich, auf Volt nochmal zugange und habe dort so ein paar Ressourcen mitgenommen. Relativ viel. Und ich bin auch aufgestiegen in der Zwischenzeit. Ja, auf Stufe 40. Objektlimit, schaut mal, alles schon sortiert, alles schon gemacht. Und ich habe mir die alte N7-Rüstung wieder geschnappt, weil ab Stufe 40 gibt es jetzt die 6er-Formen. Also die 6er-Stufen. Und ja, dachte mir, wir machen jetzt mal einen Abstecher nach Aya. Wir müssen A, ins Museum, wir müssen B, noch mit der Moschai reden, wenn ihr euch daran erinnert. Und das machen wir jetzt auch. Ich düse mal rüber. Ich glaube, das Museum war hier rechts. Ich weiß es aber nicht mehr. Und neue Quests gibt es auch noch. Jetzt möchte ich doch gerade mal gucken. Achso, hier ist die Moschai. Warte mal, dann kann ich hier vorne lang und einfach links reindüsen. Ist das denn hier? Ich nehme mal an. Ach, das... Okay. Wir sind im Museum. Hey, Pipi. Pipi? Pipi ist besoffen. Was ist denn hier los? Machen Sie sich mit unseren neuen Nachbarn vertraut? So in etwa. All dieser Kram... Die Angara haben so eine reichhaltige Kultur und bla bla bla. Sie haben getrunken. Sie sind betrunken, oder? Welches Gift war es? Also, ich war in diesem Café, das die Angara als Bar ausgeben, und hab ihr stärkstes Zeug bestellt. Es war komisch, was ich mag, hatte aber fast keinen Wumms. Diese Schwächlinge. Wow. Dachte. Das Zeug wird offenbar nur langsam resorbiert. Ups. Oh, Ryder, es ist nur, dieses Museum erinnert mich an meine Studienzeit auf Haitiana.
Es gibt hier einen ganzen Bereich über die Relikte. Ich bin noch nicht nach Andromeda gekommen, um in anderer Leute Fußstapfen zu treten. Dafür, dass die Bibi noch so jung ist, hat sie schon ganz schön was erlebt, glaube ich, ne? Die Angare haben auch noch Fragen. Was hatten sie denn erwartet? Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass es hier einheimische Spezies geben könnte? Intelligente Wesen mit einer eigenen langen Geschichte? Doch, schon. Und trotzdem? Die Angara wissen längst nicht alles. Klar, sie leben zwischen den Ruinen, aber vieles von dem, was wir schon jetzt gesehen haben, ist ihnen unbekannt. Sie haben vielleicht recht. Ich wette, niemand ist je einem uralten Gewölbereinigungsfeld entkommen, hm? Nein. Oder hat diesem Archon in die eklige Suppe gespuckt und es überlebt. Das war übrigens gute Arbeit. Danke. Ach, Sie haben recht. Ich weiß nicht warum, aber seit ich meine Wohnung auf der Nexus aufgegeben habe, bin ich irgendwie dünnhäutig. Aber egal, was es ist, eins verspreche ich Ihnen. Ich werde es rapzap überwunden haben. Ach, Pibi. Pibi ist hier mit einer Naivität reingegangen. Meine Herren, lassen Sie euch Zeit. Ja, ganz sachte. Schon okay, Pibi. Wir alle müssen hier und da mal ein bisschen ausflippen. Sie sind sehr verständnisvoll und attraktiv. Eine gute Kombination. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile Teil Ihres Teams. Das würde mich sehr freuen. Oh, Tatsache, es war Pibi-Quest. Warten, bis Pibi mehr über die Relikte herausgefunden hat. Oh. E-Mail von Pibi lesen. Ups, wahrscheinlich sollte ich mich mit ihr hier treffen, oder? Ich denke mal, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir die E-Mail verpasst haben. Oh, es tut mir leid, Pibi, das wusste ich ja nicht. Hier im Museum ist es total ruhig. Avella, ich habe 2 Museumsstücke für dich. Hallo Pathfinder, haben Sie gute Nachrichten für mich? Ja, die beiden habe ich gefunden. Ich habe diese Figur gefunden. Sie könnte angaranisch sein. Das kenne ich nicht. Es erinnert an einen Angara, aber er sieht sehr seltsam aus. Die Figur ist mehrere Jahrhunderte alt. Ist das eine künstlerische Interpretation oder haben wir wirklich so ausgesehen? Das könnte bedeuten... Pathfinder, Sie haben möglicherweise unser bislang ältestes Artefakt entdeckt. Ist interessant, denn das war eigentlich nur so ein Oberflächenfund, ne? Vielleicht ist es nicht angaranisch. Und ich warf es in den Frachtraum. Das ist immer so ein bisschen die sarkastische Antwort, die ich... Oder ironisch sarkastisch. Ich mag die sehr, diese Antwortmöglichkeit. Hätte ich gewusst, worum es sich handelt, hätte ich es auf den Beifahrersitz gelegt. Ist ja nichts passiert. Es hatte Jahrhunderte überdauert. Eine holprige Reise mehr macht da nichts aus. Ist das hier angaranisch? Ich habe es auf einer ihrer Heimatwelten gefunden. Bei der Sonne, das ist ein altes Rivan, ein Musikinstrument. Es benutzt die Energie im Körper eines Angara, um Musik zu machen. Es gibt sie heute noch, aber sie sind nicht so schön. Die Lieder, die damit gespielt wurden, sind vermutlich längst verschollen. Wie viel Kultur haben wir vergessen? Kunst, Musik, Geschichten, alles weg. Das Rivan benutzt die Energie des Angara, um Musik zu machen? Spielt das eigenhändig oder was? Also frei, so ohne Angarana? So klingt das fast, ne? Tja, sie schreiben neue Geschichte, ist natürlich richtig, aber die alte darf auch nicht vergessen werden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, auf diese Weise alles zu verlieren. Sie haben ihre Kultur zurückgelassen. Das ist kein großer Unterschied. Wie auch immer, Artefakte wie dieses helfen uns weiter. Vor allen Dingen sind wir immer noch sechs Jahrhunderte hinterher, wenn man so möchte. Sie sollten mich herumführen? Ich gehe jetzt. Ja. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Sehr schön. Haben wir die beiden abgegeben? Ich weiß nicht, ob die jetzt hier irgendwo rumliegen. Das hier hinten war ja immer leer. Museumstück? Hier, das ist doch neu. Das ist doch modern. Blast O's. Guck mal da. Das sind die Initiative Pokerkarten. Was ist das? Ist das ein Blaster? Fußball? Irgendwas Hologrammtechnisches? Eine Kaffeemaschine? Und mein Helm. Ich glaub's ja nicht. Oder ein Helm von der Initiative.
Übersetzt aus dem Schlecht. Die Galaxie der Milchstraße befindet sich Millionen von Lichtjahren entfernt, jenseits des Orkusnebels, und ist der Herkunftsort der neuesten Bewohner von Helios. Sie ist kleiner und dunkler als Andromeda, beherbergt aber nicht nur die Spezies, die wir kennengelernt haben, sondern zahllose weitere intelligente Lebensformen. In der Milchstraße koexistieren Dutzende einzigartige Spezies. Heißt das eigentlich die Spezien? Egal. Von den eleganten Hanar bis zu den mächtigen Elkor. Man kann also wirklich von einem kulturellen und sozialen Schmelztiegel reden. Wunderschön, aber bisher ist ja eigentlich ziemlich viel von den Menschen, ne? Was ist das? Shampoo? Da ist irgendwas zu trinken? Ich bin überfragt. Und das kennen wir hier schon alles. Das ist Cat-Technologie. Wunderschön. Tja, wo ist diese Figur? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat sie es auch gar nicht aufgehängt. Oh, sag mal, kennen wir die Tür schon? Ah, Moschein. Ephra hätte zu mir kommen sollen. Shh, Axul, es geht mir gut. Sie wären beinahe gestorben. Was hat er hier zu suchen? Leute, das ist Axul. Der Axul. Warum redet die Moschein mit dem Axul? Was geht hier vor? Ich wollte sie treffen. Tatsache, aber eigentlich nicht ohne mein Jarl. Ich habe die Moschei gebeten, ein Treffen zu arrangieren. Ich will keine Feindschaft zwischen uns. Ist das wahr? Axul, Ryder hat mich aus der Gewalt der Cat befreit. Er hat sein Leben riskiert, um... Sloane Kelly hat Kadara gerettet. Und sehen Sie es sich jetzt an. Okay, gut, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Und die Moschei hat das Treffen arrangiert. Ich weiß das nicht mehr, Leute. Es ist ja für mich auch schon ein bisschen her. es tut mir leid. Die Pause war in der Hinsicht jetzt nicht die kreativste. Okay, aber wir kommen hier wieder rein. Alles wird gut. Kadara ist wirklich tatsächlich ein gutes Beispiel. Aber ich will das ja versuchen zu ändern. Ja. Ich will, dass wir Verbündete sind. Gleichberechtigte Verbündete. Sie behandeln nicht mal ihre eigenen Leute wie Gleichberechtigte. Haben sich die Kroganer nicht deshalb von ihnen abgewandt? Woher wissen Sie? Ich habe sie beobachtet. Sie sind Invasoren. Genau wie die Cat. Nur weniger vorsichtig. Was soll das heißen? Das werden Sie noch früh genug herausfinden. Sie dürfen ihnen nicht vertrauen, Shovan. Axul. Er war nicht immer so. Früher war er wissbegierig. Brillant. Aber die Cat, selbst ohne den Aufstieg, verändern sie uns. Das stimmt. Er ist eine Gefahr, noch besteht Hoffnung. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass ich mich überhaupt mit diesem Axul annähern kann. Also ich sah den als Feind. Ich glaube, da ist nicht, da ist der Hopfen weg, sag ich dir. Noch besteht Hoffnung. Ich sag's einfach mal, Hoffnung ist immer gut. Es ist noch nicht zu spät, ihn zur Vernunft zu bringen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gerne ich das glauben würde, aber sein Hass auf Aliens. Ich werde ihm beweisen, dass man uns trauen kann. Ich hoffe, es gelingt ihm. Ryder, wir haben gerade eine Notfallaufzeichnung von Eos erhalten. Kommen Sie in den Meetingraum, wenn Sie wieder auf der Tempest sind. What? Auf Eos? Okay, auf der VidCon. Mit der Tempest, also auf der... Ja, okay, ja, ich verstehe schon. Ja, wunderbar. Huch. Sagt mal, diesen Raum, den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch ein Zusatzmuseumsraum. Die Frage ist nicht, wie uns die Cat genetisch verändern, sondern warum. Das Warum ist eigentlich gut erklärt. Wenn der Aufstieg ihr Reproduktionsprozess ist, sind die Cat als ein Beispiel für Ineffizienz. Wenn sie eine Lebensform in etwas vollkommen anderes verwandeln können, müssen sie auch fähig sein, Klone zu erschaffen. Vielleicht, ja, ist eine gute These. Würde das nicht zufriedenstellendere Ergebnisse bringen, insbesondere für derart xenophobische Kultur? Wahrscheinlich geht das nicht so einfach, ne? Das Ziel, den grundlegenden Genpool der Cat durch nützliches Genmaterial anderer Spezies zu erweitern, ist keine hinreichende Erklärung für den enormen Aufwand, den sie betreiben. Der Aufstieg ist ein langer und arbeitsintensiver Prozess. Würde ich jetzt nicht so behaupten. Was ich in ihrer Einrichtung gesehen habe, hat sich nicht nach Massenproduktion angefühlt. Es war beinahe ein religiöser Vorgang.
Es gibt noch so vieles, was ich an unserem Feind nicht verstehe. Aber sie machen es ja auch, weil sie sich... irgendwie, der haben wir doch mal gelesen, der Archon hat so viele Genpools mittlerweile schon in sich vereint, hat irgendwie immer das Beste aus verschiedenen Spezien. Also sie werden das nicht nur aus dem Grund machen, dass, ja, dass sie halt neue Kettzugänge haben, ne? Trotz jahrelanger Beschäftigung mit diesen Gewölbeplänen bleibt mir ein Großteil immer noch verschlossen. Dabei haben wir wirklich alles versucht. Aber nach dem, was passiert ist, ist es vielleicht auch besser, das Gewölbe in Ruhe zu lassen. Wir haben so viel Zeit auf Aya verbracht, um möglichst viel über die Relikte und die erstaunlichen Konstrukte in Erfahrung zu bringen. Ich sehe in diesen Reliktplänen unsere Zukunft. Vielleicht ist es nur Intuition, wenn auch eine wissenschaftlich fundierte, aber sie ist hiermit für die Ewigkeit festgehalten. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Was ist denn, was sagt denn unsere liebe Moschai hier? Ich habe ein Gerät gefunden, mit dessen Hilfe Vane mit dem Archon kommunizieren konnte. Mal. Ich denke, wir können es verwenden, um den Nav-Punkt dieses Cat-Flaggschiffs zu ermitteln. Dann müssen sie jetzt nur noch an Bord gehen, die Meridian-Reliquie stehlen und unversehrt entkommen. Ja, ich bin für Ratschläge übrigens offen. Ein Kinderspiel. Finde ich auch gut. So wie Sie das sagen, klingt es gar nicht mehr so unmöglich. Sie sollten darüber nicht scherzen. Sie begeben sich an einen Ort voller Schrecken, die sie sich nicht einmal vorstellen können. Niemand hat so etwas je zuvor gewagt. Doch sie müssen Erfolg haben, um unser aller Willen. Es gibt noch etwas anderes, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Aphra hat mich darüber informiert, dass Vane Tariff von der Despotin in Kedara Port, einer ihrer Leute, hingerichtet wurde. Sloane gehört nicht zu meinen Leuten und sie spricht auch nicht für uns. Ich beurteile sie nicht nach dem, was sie sagt, sondern nach dem, was sie tut. Sie hatte kein Recht, Vane zu töten. Was er getan hat, war unentschuldbar, aber nicht unverzeihlich. Ich wollte nicht, dass es so endet. Aber gut, was geschehen ist, ist geschehen. Ja, das war schwierig an der Stelle. Da so mitten, ich will jetzt nicht sagen Feindeslager, aber Kadara hat ja durchaus schon ein paar Feindseligkeiten. da jetzt noch großartig zu sich zu behaupten. Wahrscheinlich habe ich mich einfach nur gedrückt. Naja, oder so zwischen den Bänken bewegt, sagen wir es eher so. Der Wehen, ja, ich wollte ja auch nicht, dass der stürmt, das ist so blöd. Tja, die Moschai. Woher kommt der Titel eigentlich? Gibt es auch nur eine oder mehrere? Mein Translator kann mit ihrem Titel Moschai nichts anfangen. Das liegt vermutlich daran, dass es kein Titel ist, sondern eine Referenz. Auf unser Volk aus mythischen Zeiten vor der Geißel. Den Legenden zufolge hatten wir einst viele Moschai. Mhm. Meisterhafte Erfinder von unfehlbarer Weisheit, geleitet von grenzenlosem Mitgefühl. Wow. Es muss schwer sein, dem gerecht zu werden. Es ist einfach Unsinn. Ich weiß nicht mehr, wer damit angefangen hat, mich Moschai zu nennen. Nur noch, dass ich ihm sagte, er soll die Klappe halten. Zu meinem Leidwesen ist der Name aber hängen geblieben. Obwohl, in letzter Zeit kommt er mir ganz gelegen. Die Moschai zu sein hat auch Vorteile. Mann, sie hat ja richtig Witz. Dann erzähl mir mal was über dich. Ich wüsste gerne mehr über sie. Was an mir interessiert sie denn? Oh Gott, man kann die ja richtig ausfragen, aber ich meine, die Moschai ist eben das, ich sag mal, das höchste spirituelle Oberhaupt hier so ein bisschen, ne? Woher beziehst du ihr dein Wissen? Sie sind Expertin auf vielen Gebieten. Relikte, Cat, Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Das ist wahr. Warum? Möchten Sie mein Schüler werden? Nein. Wäre das möglich? Ich konnte mich nämlich nicht sonderlich gut auf meine Aufgabe vorbereiten. Überhaupt nicht, um genau zu sein. Umso beachtlicher, wie gut Sie erfüllen. Es gibt zwei Arten von Wissen. Jenes, das uns das Universum lehrt, und das, was bereits in uns steckt. Sie haben das Wesentliche verinnerlicht. Alles Weitere können Sie im Laufe der Zeit lernen. Die Anekdote und die Weisheit des Lebens. Ihre Heimatwelt. Haben Sie schon immer auf Aya gelebt oder stammen Sie von einer anderen Welt? Ich wurde auf einem Forschungsschiff im All geboren. Meine Eltern waren Entdecker. Sie sind nie lange an einem Ort geblieben. Und auch meine eigene Arbeit hat mich viele Male auf sämtliche Welten geführt.
Sie alle versuchen, Anspruch auf mich zu erheben. Aber wenn ich ehrlich bin, mein Lieblingssessel steht hier. Und Jarl? Sie und mein Crewmitglied stehen sich nah. Haben Sie irgendeinen Rat für mich? Irgendwelche Tipps? Er redet im Schlaf. Oh, Ihr Gesichtsausdruck ist unbezahlbar. Jarl ist ein ehemaliger Schüler. Er war einer meiner Lieblinge, nur leider ein hoffnungsloser Fall. Aber er hat das Herz am rechten Fleck und eines kann ich Ihnen sagen. Sie können sich glücklich schätzen, ihn bei sich zu haben. Ich glaube, mit dem hoffnungslosen Fall meint sie eher die Richtung, die Jarl einschlägt, weil er gar keine so wirklich hat, ne? Weil er nie weiß, wo er hingehören wollte. Und Ihre Arbeit? Woran arbeiten Sie im Moment? Ich dachte, eine Gefangene der Cat zu sein, wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Bis ich gesehen habe, wie viel Arbeit hier liegen geblieben ist. Avela kommt ständig zu mir und fragt, ob ich kurz Zeit hätte. Wenn das so weitergeht, werde ich den Rückstand nie wieder aufholen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich bin mit allem und nichts beschäftigt. Wir werden sehen, was sich letztlich durchsetzt. Okay, und die Cat? Haben Sie irgendeine Idee, wie wir die Cat endgültig besiegen könnten? Die eigentliche Frage ist, was wir unter einem Sieg über sie verstehen. Ihre vollständige Auslöschung? Unwahrscheinlich, verlustreich und moralisch zweifelhaft. Ihre Vertreibung? Wie sollte uns das gelingen? Und was würde sie davon abhalten, wieder zurückzukehren? Naja, ich schätze, eine friedliche Koexistenz können wir jedenfalls ausschließen. Es gibt so vieles, das wir noch nicht wissen. Die Cat sind kein einfaches Problem. Wir können sie also auch nicht auf eine einfache Lösung reduzieren. Das stimmt. Ich finde es interessant, dass sie sagt, dass das moralisch nicht in Ordnung geht. Das ist eigentlich vollkommen richtig, aber das geht einem natürlich nicht als erstes durch den Kopf, ne? Wenn man an die Cat denkt und die bösen, bösen Feinde da draußen. Das ist sicherlich nicht das Erste. Und wie stellst du dir dann die Zukunft vor, Moshai? Wenn die Cat fort sind und wir all diese Welten bewohnbar machen, was werden die Angara dann tun? Das hängt davon ab, wen sie fragen. Wir sind Individuen. Paran wird weiterhin Hoffnung und Optimismus verbreiten. Was Ephra tun wird, wenn er keinen Feind mehr hat, den er bekämpfen kann, weiß ich nicht. Er wird sich jedenfalls kaum zur Ruhe setzen. Und was mich betrifft, vielleicht werde ich einfach verschwinden. Das machen die Leute doch, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, oder? Moshai, ich glaube, in deinem Fall ist das nicht mehr möglich. Du bist doch so ein Volksträger. Okay. Danke, Moshai. Isharay. Interessant. Interessant, mit ihr zu reden. Haben wir auch noch vorher nicht gemacht. Man muss sie halt immer so eigenständig ein bisschen aufsuchen, ne? Okay. Gut, das war die eine Sache, zwei Sachen sogar. Das heißt, wir haben jetzt nur noch hier vorne, warte mal, die Sache mit Ten. Ich muss mal kurz in meinem Gedächtnis kramen. Also Direktor Ten hat sie wissen lassen, dass die Angara eine Botschaft auf Aya eröffnet haben. Sehen Sie dort nach den Vertretern der Initiative, um sicherzugehen, dass alles reibungslos verläuft. Das können wir mal machen. Gibt es ja eigentlich so ein Schnellreiseding? Nö. Ist aber auch nicht so wichtig. Pibi ist nicht mehr besoffen? Doch. Immer wieder schön. So. Achso, ich bin ja auch... Mann, ich hab ja alles verändert, ne? Ihr habt auch gesagt, ich soll den Schlafanzug mal umtauschen. Hier habt ihr. Hab ich getan. Ich hoffe, es ist wieder angenehm. Jetzt sehe ich wieder ein bisschen formular aus. So. Eine kleine Botschaft haben wir jetzt. Also auch im diplomatischen Sinne geht das durchaus. Ich hoffe, die Ankunft unserer Leute auf Aya ist reibungslos verlaufen. Ja, die Angara waren äußerst freundlich. Es ist alles bestens. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ten, Ende. Ich habe gerade zum ersten Mal einen Direktor belogen. Oh, läuft's doch nicht so gut? Pathfinder, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Botschafterin Riala, oberste Diplomatin der Initiative auf Aya. Ich wurde speziell für diese Aufgabe aus dem Kryoschlaf geholt. Das war ein ziemlicher Weckruf.
Oh Gott, sie muss die Position bekleiden und weiß ja eigentlich gar nicht, was vor sich geht, ne? Oh mein Gott. Könntest du übrigens ein bisschen lauter reden? Du bist so leise. Das kann ich absolut nachfühlen. Ich weiß, wie es ist, direkt aus der Kryokapsel ins kalte Wasser geworfen zu werden. Bei Ihnen war es weitaus schlimmer. Mein Beileid zu Ihrem Verlust. Wie man hört, verdanken wir Ihnen unsere neuen Beziehungen zu Aya. Das ist unsere größte Chance auf eine Allianz. Jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass unsere Leute alles kaputt machen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Wie sehr versuchen sie es denn? Das wird mir nicht gefallen, oder? Nicht mehr als mir. Es gibt hier einen salarianischen Botaniker namens Sarvis Lynn, der herauszufinden versucht, wie wir unsere Ernteerträge erhöhen können. Er hat mir eine dringende Nachricht geschickt, in der er behauptet, ein Mitglied des angaranischen Widerstands hätte ihn bedroht. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher. Sarvis ist zwar ein exzellenter Wissenschaftler, hat aber leichte Kommunikationsdefizite. Ich fürchte, die Sache könnte eskalieren, wenn sie nicht geklärt wird. Allerdings kann ich keine Mitarbeiter entbehren. Okay, das ist so ein zwischenmenschlich, kann man ja nicht sagen, aber es ist so ein Zwischending wegen Kommunikation und so weiter. Ja, ja. Ich erledige das. Ich könnte die Sache klären. Beide Seiten akzeptieren mich. Das wäre ausgesprochen hilfreich. Mit ein wenig Glück können wir vielleicht eine weitere Eskalation verhindern. Besucher von der Initiative. Ja, wie ist es hier? Kommen dich Leute besuchen? Kommen Angara her? Wie funktioniert der Austausch? Wie viele unserer Leute dürfen in die Stadt? Nur wenige und auch nur aus bestimmten Berufsgruppen. Wissenschaftler, Techniker und Gelehrte. Die Angara haben sich bereit erklärt, einige unserer Leute in ihren Forschungsanlagen auf Aya arbeiten zu lassen. Das ist ja fantastisch. Ja, es ist mehr, als ich erwartet hatte. Tan will zwar, dass ich die Angara dazu überrede, auch soziale Besuche zu gestatten, aber da bin ich eisern. Wir müssen uns an ihr Tempo halten. Angesichts der Umstände sind sie uns ohnehin schon enorm entgegengekommen. Ich werde sie auf keinen Fall zu etwas drängen, das sie nicht wollen. Sie macht einen echt, echt guten Job. Dafür, dass sie auch gerade erst aus der Kryo geschlüpft ist. Meine Herren. Riala, ich zieh meinen Hut. Zukunftspläne. Welches Ziel verfolgen wir hinsichtlich Aya? Ein starkes Bündnis ist alles, was wir uns wünschen können. Und darauf arbeiten wir hin. Helios ist die Heimat der Angara. Sie geben die Bedingungen dieser Partnerschaft vor, nicht wir. Wir brauchen sie als Verbündete und sie könnten auch von uns profitieren. Aber wir müssen behutsam vorgehen. Um ihnen zu zeigen, dass wir keine Invasoren sind. Genau. In der Geschichte war es oft so, dass bei der Begegnung zwischen zwei Zivilisationen eine von beiden ausgebeutet oder vernichtet wurde. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Also eigentlich wäre es so ein Vorteil, wenn wir jetzt als Allianz, also Initiative, Leute, also jetzt alle Spezien von der Milchstraße und die Angara nicht nur sowas machen wie ein Austausch, ne, das ist natürlich von Vorteil, wir müssen auch Pakte schließen und das muss eine Weile lang, Jahre eigentlich erstmal so hin und her gehen, aber Pakte ist unglaublich wichtig, also eigentlich sollten wir auch mal sowas mit in die Politik fließen lassen, tatsächlich. Und welche anderen Probleme gibt's noch? Ist abgesehen von der Sache mit Sarvis Lynn alles in Ordnung? Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ehrlich gesagt, ja. Direktor Tan hat mich mit einem Projekt betraut. Er will, dass mehr Einwohner Ayas auf der Nexus leben. Er denkt, das würde unsere Partnerschaft stärken. Und einige Angara haben auch schon Interesse bekundet. Aber keiner von ihnen ist bereit, auf der Nexus zu leben, ohne zuvor mit ihnen gesprochen zu haben. Warum mit mir? Das fragen Sie noch, nach allem, was Sie geleistet haben. Ich wollte Sie eigentlich nicht damit behelligen, aber Sie haben gefragt. Ich sage Ihnen, wo Sie die Kandidaten finden. Mhm. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie von diesem Austausch überzeugen könnten. Tja, doof, dass ich Liam nicht dabei habe. Okay, ja, machen wir, klar. Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Haben wir also eine Botschaft auf Aya? Schon cool. Da sind ja mal alle Forschungspunkte ausgegeben. Hab mich ja auch, wie gesagt, ist alles schön oben jetzt auf Stufe 6. Ah, ich freue mich. Und Reynolds? Hallo? Den Erschöpften gönnt man keine Ruhe. Bist du der, ich spucke hier die tollen Sätze raus? Der Posteingang der Botschafterin quillt schon wieder über.
Soll ich dir noch einen Kaffee bringen oder so? Der Posteingang der Botschafterin quillt schon wieder über. Oh mein Gott. What the foo? Oh, was ist das denn? Ah, das ist doch eine von diesen Früchten. Schaut mal, dieses Blau im Innern. Na, da, toll, ich freue mich hier voll auf unseren Snackabend. Oh. Modell gefunden. Das nehmen wir immer mit. Irgendwann ist meine Kabine voll. Irgendwann. Okay, da ist die Nexus als Hologramm. Aber die Angare haben einen schönen großen Raum zusammengestellt, ne? Okay, gut. Dann muss ich einmal die Sache klären mit dem Salarianer und dann nochmal die Leute. Oh Gottes Willen, das sind ja so viele. Juralt, Sorvus Land ist hier oben, der Salarianer. Und Hellruhl. Oh, hier hinten ist noch einer. Salru. Okay, dann machen wir den mal als erstes. Oder wir markieren uns das mal. In 50 Meter. Ich komme gerannt. Ah ja, ich kann ja nicht. Ah, ich kann ja nicht springen. Mir fehlt mein Jetpack. Ich muss hier raus. So, warte. Nein, hier kann ich. Ich kann hier auch nicht rüber. Oh Mann. Ich schaffe das schon. So, du bist der Erste hier auf meiner Liste. Hellruhl. Sie sind einer von Botschafterin Riellas Kandidaten für eine Versetzung auf die Nexus. So ist es. Schön, dass Sie sich endlich mal blicken lassen. Kommen wir gleich zur Sache. Ich habe mir schon mein ganzes Leben lang gewünscht, Aliens kennenzulernen, die mich nicht töten wollen. Aber meine Familie lebt hier. Ja. Wie kann ich mit ihr in Verbindung bleiben, wenn ich auf die Nexus umziehe? Das liegt doch ganz bei dir, indem sie Technologie verwenden. Die Angara haben es echt nicht so, ne? Telefon, Handy, sowas gibt's bei euch nicht. Mal davon abgesehen, dass das auch nicht reichen würde, aber jetzt mal so als Symbol. Sie können ihren Angehörigen Nachrichten schicken oder über unser Comm-System mit ihnen reden. Wenn sie möchten, könnten wir auch einen Besuch arrangieren. Sie haben verstanden, worum es mir geht. In Ordnung, ich bin dabei. Okay, den haben wir aber schon schnell überzeugt. Dass sie sich hier. Die Angara ticken komisch, ne? Dass sie sich über sowas Gedanken machen. Über das Kommunizieren. Es ist abgefahren. Wirklich abgefahren. Oh, Sorvus Len. Du bist mein Salarianer. Ich kann so nicht arbeiten. Was muss ich eigentlich noch tun, damit man mich in Ruhe lässt? Kommen Sie mal wieder runter. Hey, ganz ruhig. Ich bin hier, um zu helfen. Sie haben gemeldet, dass Sie von jemandem aus dem Widerstand bedroht wurden. Erzählen Sie mir genau, was passiert ist. Ich wusste nicht, dass Riella den Pathfinder schicken würde, auch wenn es natürlich absolut angemessen ist. Also, ich war gerade dabei, die Photonenstreuung durch die Sonnendächer zu messen, als ich von diesem Kretin unterbrochen wurde. Und als ich ihn daraufhin bat, mich in Ruhe zu lassen, wurde er ausfallend. Er meinte, ich wäre schuld, dass sein Freund tot ist. Das ist doch lächerlich. Ich glaube, ja, wie gesagt, Kommunikationsproblem, ne? Wie hat er sie bedroht? Was hat er... Also mit dem gesagt, da kommt, glaube ich, nichts bei rum. Merkwürdig, dass er so etwas gesagt hat. Und wie genau hat er sie bedroht? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht mit dieser riesigen Waffe, die er bei sich hatte? Er hat sich fürchterlich aufgeregt und mich mit einem Cat verglichen. Er wollte mich töten. Das konnte ich in seinen Augen sehen. Die gesamte Unterhaltung ergab überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, er war betrunken. Ich denke mal auch, dass sie überhaupt gar keinen Sinn ergab, weil er wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden hat. Und der andere sagt jetzt gleich, dass er ihn bedroht hat. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Seien Sie nicht so unhöflich. Ich will gar nicht sagen, dass Sie Unrecht haben, aber schalten Sie mal einen Gang zurück. Wir sind hier Gäste. Ganz genau. Wir sollten uns so etwas überhaupt nicht bieten lassen müssen. Als er wieder gegangen ist, habe ich ihn mit Infrarotfarbe aus meinem Probensatz markiert. Sie ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Mit einem Scanner aber schon. Okay, ich werde die Leute beim Hauptquartier des Widerstands scannen. Vielleicht finde ich ihn ja. Sie sollten auf Aya unsere Interessen vertreten. Also los, vertreten Sie sie. Ich habe zu arbeiten. Hä, warum hat er ihn denn jetzt mit so einer Farbe markiert? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Mitglieder des Widerstandes scannen. Ja, machen wir gleich. Ich sag euch, der sagt, der Salarianer hat ihn bedroht. Museumsstück? Ich bin ja... Ach ja, guck mal, Juralt. Hallo.
Hey, ich muss dich, rekrutieren so ein bisschen. Pathfinder. Botschafterin Riella dachte nicht, dass sie Zeit für mich haben würden. Sie sagte, sie wollten sich unterhalten, bevor sie sich bereit erklären, auf der Nexus zu leben. Dieses Angebot ist eine einmalige Gelegenheit für mich. Ich bin Anthropologin, konnte bisher aber nur mein eigenes Volk studieren. Ich habe gehört, dass die Nexus verschiedene Spezies und Kulturen beherbergt. Das wird faszinierend sein und möglicherweise gefährlich. Bakterien, Viren, andere Krankheitserreger. Meine Familie macht sich Sorgen um mich. Sind Sie sicher, dass mir nichts passieren wird? Leute, ist das die Stimme von Ellie? Von The Last of Us? Hört mal hin. Ist das Ellies Stimme? Ja, ich dachte gerade zuvor so, Ellie? Wahnsinn. Es gibt keine Garantien. Vollkommen sicher. Ich dürfte Aya wohl kaum betreten, wenn ich eine wandelnde Petrischale wäre, oder? Sie nehmen unsere Bedenken nicht ernst genug, um meine Familie zu beruhigen. Und ohne Ihren Segen kann ich nicht gehen. Ja. Es tut mir leid. Ist okay. Sie möchte nicht, habe ich jetzt heute Nacht wahrscheinlich verbockt. Wir haben doch auch da Ärzte mit. Leute. Oh, warte mal, Präsentationsständer. Die Tempest. Am Tag 45 im Revolutionsjahr 826 landete das Schiff Tempest auf Aya und unser Volk stellte den Erstkontakt mit intelligentem Leben. Gott sei Dank haben sie erkannt, dass wir intelligent sind, aus einer anderen Galaxie her. Einem Menschen, der Pathfinder Rider genannt wurde. Cool. Die Tempest. Das hat schon was. Und mit Salru. Salru war irgendwo ganz hinten, ne? Jetzt, da nehme ich am besten mal die Schnellreise und ich habe keine Ahnung, wo die Dinger eigentlich stehen. Schnellreise? Danfre ist hier, die haben wir mal gescannt. Hier ist die Schnellreise. So, einmal nach vorne. Da können wir gleich zwei Sachen dann abholen. Und dann haben wir das endlich mal auf Aya auch geschafft. Ich wollte ja die letzten Folgen gar nicht so lange auf dieser Nexus verweilen, aber es hört und hört und nicht auf. Das ist die eine Quest, die holen wir noch schnell ab. Haben wir gerade schon hier stehen. Ein Turianer. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Mein Name ist Mirixis. Ich bin Pilot der Initiative und liefere Vorräte an Ihre Außenposten. Aha. Was führt Sie nach Aya? Es gibt einige lebenswichtige Güter, die nur auf Aya erhältlich sind. Ich warte auf die Genehmigung, die Stadt zu betreten, aber es dauert zu lang. Natürlich verstehe ich die Vorsicht der Angara, aber die Außenposten brauchen diese Dinge. Und ich muss sie ihnen besorgen. Sofort. Mich lassen Sie in die Stadt. Ich könnte Ihnen helfen. Vielen Dank. Als erstes braucht Eos eine Möglichkeit, Lebensmittel zu produzieren, um für eine wachsende Bevölkerung gewappnet zu sein. Sie hätten gern Kiloa-Samen, um die Pflanze selbst anbauen zu können. Es gibt hier eine Agrarwissenschaftlerin, die sie uns vielleicht verkaufen würde. Mhm. Ich werde Ihnen diese Samen besorgen. Volts Energienetz hat mit Ausfällen an Solarzufuhr zu kämpfen. Ein Solarverstärker müsste es allerdings stabilisieren. Die hiesigen Solartechniker könnten die benötigten Teile vorrätig haben. Okay, mal sehen, was ich auftreiben kann. Okay, jetzt fängt das natürlich auch alles an, so ein bisschen mit einem organisatorischen Problem auszuarten, ne? Dadurch, dass wir jetzt schon diese ganzen Außenposten haben. Interessant, wie sich's entwickelt, in dieser Hinsicht jedenfalls. Okay, also ich hole dir gleich deine Sachen, aber erstmal muss ich noch ihn überquatschen hier. Hallo. Botschafterin Riella meinte, sie würden darüber nachdenken, auf die Nexus umzuziehen. Pathfinder, es ehrt mich, dass ich für diesen Austausch überhaupt in Betracht gezogen werde, aber einfach nur zuzusehen wird mich nicht ausfüllen. Ich muss mich betätigen. Ich entwickle Energiesysteme. Werde ich mit Ihren Leuten zusammenarbeiten dürfen? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe doch. Natürlich. Genau das ist doch der Sinn dieses Austauschs. Die Nexus braucht Leute wie Sie. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Ich werde Ihre Botschafterin bitten, meine Versetzung in die Wege zu leiten. Vielen Dank. Ja, darum geht's doch auch. Jeden der angaranischen Kandidaten befragen, das haben wir gemacht. Eigentlich. Yay. Cool. Erledigt. So, und jetzt muss ich nochmal schnell, wahrscheinlich auf den Markt, schätze ich mal, ha? Ne, hier hinten. Solarverstärker und dann einmal auf den Markt. Okay, das ist okay. Da muss ich eigentlich nur durchrennen. Da komme ich quasi vorbei. Ein Solarverstärker. Pathfinder, ich
schon, also es ist so, dass die Leute von der Nexus das hier sicherlich auch hinkriegen würden mit diesem Solarverstärker, aber die Angarana haben das hier echt perfektioniert, hä? Sind Sie für die Sonnenkollektoren zuständig? Falls ja, hätten Sie eventuell einen Solarverstärker übrig? Keinen so großen wie diese hier, aber ich habe noch einen kleineren. Brauchen Sie ihn? Ja, rück rüber. Das sieht ja interessant aus. Hocheffiziente Technologie zur Gewinnung und Speicherung von Solarenergie. Ja. Mich mit. Danke. Wunderbar. Und jetzt drüben noch auf dem Markt die Frucht. Und dann haben wir's. Nee, warte mal. Jetzt wird mir das hier angezeigt, weil er. Ja, nee, ich brauch ganz kurz noch das hier. Das ist im Außenring da hinten. Okay. Wow, Slalom. Agrarwissenschaftlerin. Die Frage erscheint Ihnen vielleicht merkwürdig, aber Sie haben nicht zufällig Quiloa-Samen, oder? Ich. Doch, habe ich. Brauchen Sie welche? Nehmen wir auch mit. Dankeschön. Das ist doch die Pflanze, die wir auch für unser Spieleramt nehmen, also hier unser Filmamt, oder? Nehme ich mit. Sehr gut, dann haben wir schon alles. Können wir auch wieder zurück. Hä? Haben die das verändert? Ach nee, der Gedächtnisgarten. Irgendwie die Hologramme waren doch irgendwie anders, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ist mir nur gerade so ins Auge gesprungen. So, Widerstand braucht Leute. Ja, dann laufe ich jedes Mal dran vorbei. Und damit haben wir es erledigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn auf Aya jetzt ein Notfall eingeht. Ich wollte mit euch eigentlich die... also worauf ich mich die ganze Zeit schon freue, ist die Quest um Vetra. Jetzt auch auf dem neuen Planeten. Ich habe einige Kiloa-Samen für Eos. Werden sie ausreichen? Auf jeden Fall. Ich sorge dafür, dass der Außenposten sie erhält. Lebensfähigkeit. Gut, alles klar. Merik Sus? Hier, bitte. Ich habe den Solarverstärker für Volt gefunden. Ach, bitte. Sehr gut. Damit werden die Energieausfälle ein Ende haben. Danke, Pathfinder. Damit hast du doch jetzt auch alles, oder? Ja, er ist weg. Perfekt, dann haben wir das gelöst. Auf Aya ist wieder saubere Luft. Saubere Questluft. Und auch mal mit der Muschel gequatscht, was ich sehr interessant fand. Und weg sind wir. Wahrscheinlich jetzt erstmal für eine Weile. So, ich gehe mal an die VidCon. Phoebe hat nach Ihnen gesucht. Ah, okay, danke, Kerdo. Können wir noch machen. Aber erstmal muss ich an die VidCon. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja, ich weiß, ein so ein Pünktchen habe ich noch. Den behalte ich mir gerade auf. Da gibt es noch etwas, was ich gerne haben würde. Ich bereite VidCon-Kommunikation vor. Danke, Sam. Edison? Was will Edison denn? Ryder, erzählen Sie mir von dem Satelliten, den Sie entdeckt haben. Was? Wovon reden Sie da, Direktor? Mein Alarm hat einen ZK-Ressourcentracker identifiziert. Diese Tech steckt voller Overrides, um im Notfall die Protokolle umgehen zu können. Sie wurde von Dr. Zoe Jean Kennedy entwickelt, die gemeinsam mit den Exilanten verschwand. Wenn ihre Tech jetzt wieder aufgetaucht ist, könnte sie jemand als Hintertür benutzen, um unsere Außenposten zu bestehlen. Okay, das muss ich euch jetzt erklären. Davon könnt ihr nicht wissen. Ich habe nicht nur auf Volt und auf Eos sowas wie Kisten und Ressourcen gemacht, um mich auch hier verfeinert, wie man so schön sieht. Ich habe auch die Planeten gescannt draußen, die noch übrig waren. Also die Systeme, die einzelnen Systeme, es waren ja nicht mal allzu viel. Und ich bin in ein System rein, da wurde ich angepinkt. Und die Tempest hat tatsächlich ein Signal zurückgeworfen. Das kam uns schon mal allen sehr komisch vor. Und wir haben Satelliten ausfindig gemacht. Und da, um diese Geschichte geht es jetzt gerade. Das könnt ihr gar nicht wissen, weil ihr habt es nicht gesehen. Das ist eigentlich nur so ein Nebending, dachte ich. Also was halt passiert, ne? Also wie gesagt, ich wurde angepinkt und Tempest hat sofort ein Signal zurückgeworfen, was eigentlich nicht sein darf.
Und das war so ein bisschen Hackerangriff, will ich nicht sagen, aber es ging schon so in die Richtung. Wer ist denn diese So Jane Kennedy? Welche Funktion hatte Dr. Kennedy in der Initiative? Sie hat die Orbitalsender, die Aufklärungsposten und die halbe Ausstattung der Tempest entwickelt. Sie war in der Lage, ein Upgrade durchzuführen, noch bevor die Anforderung überhaupt auf deinem Schreibtisch lag. Dass Dr. Kennedy gemeinsam mit den Exilanten verschwand, war für uns ein gewaltiger Verlust. Stimmt, ich erinnere mich. Als ich den Satelliten gescannt habe, ist der auch explodiert. Danach, die hat sich dann selbstzerstörungstechnisch so, boah, puff, ist er explodiert. Sehr aufregende Geschichte eigentlich. Sie haben einen persönlichen Alarm? Ehrlich jetzt? Und der ZK-Tracker-Satellit? Wieso können diese Tracker die Protokolle umgehen? Sie sollten als Hubs fungieren, um schnell Ressourcen aufspüren und anfordern zu können, falls irgendwo Leben auf dem Spiel stehen. Deshalb kamen sie auch nie zum Einsatz. Ten wollte nicht, dass irgendetwas ohne seinen Segen geschieht. Wenn dieser Satellit neu ist, wie konnte er dann unsere aktuellen Sicherheitsprotokolle kennen? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Die Satelliten handeln also, ohne vorher eine Abfrage zu oder haben zu wollen. Ich verstehe schon. Ihr Verschwinden? Was soll ich jetzt mit der Suche anfangen? Also erstmal der persönliche Alarm. Ist es nicht etwas übertrieben, einen persönlichen Alarm einzurichten? Wieso haben Sie das getan? Viele von Dr. Kennedys Projekten waren inoffiziell. Aha. Aber Sie haben sie gefördert. Wie beispielsweise diese Tracker. Ja, aber ich will nicht, dass irgendein Arschloch meine Zugangscodes als Hintertür zu unseren Ressourcen nutzt. Oder dass mir Ten die Schuld dafür gibt. Außerdem will ich wissen, was mit Dr. Kennedy geschehen ist. Aha, Edison hatte also immer so einen kleinen Blick drauf. Und ihr Verschwinden, also von der Kennedy wahrscheinlich? Sie ist also gemeinsam mit den Exilanten verschwunden und trotzdem bezeichnen sie sie nicht als eine von ihnen. Sie hat mit ihnen sympathisiert, aber wir hätten eine Expertin wie sie niemals gehen lassen. Dafür war sie viel zu wichtig. Aber in diesem ganzen Chaos sind viele Dinge und Leute verschwunden. Chaos, ihr sagt das immer so, boah, das ist immer so Mittel zum Zweck, ne? Wenn irgendwas schief läuft, es war das Chaos. Das ist immer die Rechtfertigung. Was soll ich jetzt mit der Suche anfangen? Wo könnten wir anfangen, nach der Technologie oder Dr. Kennedy zu suchen? Der erste Tracker hat Ihnen bereits einige Daten geliefert. Durch weitere Scans könnte Suvi möglicherweise eine Ursprungsposition ermitteln. Und wie es aussieht, werden diese Tracker in der Nähe von technologischen Ballungspunkten der Initiative eingesetzt, sprich von Außenposten. Versuchen Sie es also in einem anderen Außenpostensystem oder errichten Sie weitere. Vielleicht können Sie sie ja so rauslocken, wer auch immer Sie sind. Und was machen wir, wenn wir sie finden? Diese Leute stehlen unsere Ressourcen. Mein Interesse gilt Dr. Kennedy und ihrer Technologie. Das Leben der Verantwortlichen steht für mich an letzter Stelle. Das Leben? Okay, ja, sag doch gleich. Ich will eigentlich nur die Tech und Kennedy, alles andere darf sterben. Ich bin mir sicher, dass ich schon diesen Punkt habe. Ich glaube, die dümpelt irgendwo in Kadara rum. Müssen wir dann nochmal später im Log gucken. Aber jetzt erstmal Notruf von der EOS. Also von Prodromos, schätze ich. Suvi, spielen Sie das vollständige Notsignal von Prodromos ab. Sofort. Hier spricht der Initiative Außenposten Prodromos auf EOS. Wir brauchen Unterstützung. Tempest, diese Nachricht ist für Sie. Feinde nähern sich uns. Keine Bodenaktivität, aber das wird sich bald ändern. Pathfinder, wir brauchen sie. Halten jetzt Funkstille, bis die Situation geklärt ist. Wir geben nicht noch einmal auf. Ende. Die haben uns ganz persönlich und direkt angesprochen. Tempest. Weitere Einzelheiten? War das die letzte Nachricht? Sonst nichts? Nein, Ryder. Aber auch kein Alarm. Die Orbitalbarke weist keinen nennenswerten Signalverkehr auf. Bradley ist ein Militär. Vorbereitung ist für ihn alles. Ich wette, das ist ein bewusster Spannungsabfall, um weniger Angriffsfläche zu bieten. Vielleicht hat er auch einfach keine Zeit gehabt, aber wenn Bradley uns ruft, ich meine, er hat uns auch schon bei Liam geholfen, ne? Müssen wir eigentlich hin. Ja, bereit machen. Halten Sie den NAV aktuell. Ich komme in Kürze auf die Brücke. Verstanden. Ja, hin da, würde ich mal sagen. Dann müssen wir nach Prodromos reisen. Vielleicht mal ein bisschen, Ups, nein, was will ich denn hier? Opa. Achso, warte, da ist mir noch was Neues eingefallen. Ach nee, dann müsste ich zu Bibi. Bibi hat doch jetzt den... Oh Gott, wie nannte sie diesen kleinen Relikt-Typen?
Die kann man jetzt auf alle Fälle scannen. Erinnert mich mal dran, dass ich ihn noch scannen muss. Wir reisen mal ganz, ganz fix nach Eos. Die Vessal. Oh Gott, hier gab es wieder eine Quest, die ich verpasst habe. Eos. Dann mal rüber. Das könnte jetzt irgendwie alles sein. Entweder die stehen direkt im Kampf. Die Prodromos wird angegriffen. Theseus, das Notsignal von Prodromos wird ständig wiederholt. Oh Gott. Wir müssen uns das näher ansehen. Alles klar. Wenn das schon so eine Endlosschleife fährt, dann ist das nicht gut. Okay, schnell, schnell, schnell. Wir überspringen. Und sind dann schon wieder da. Okay. Da seht ihr mal. Black Widow 6, Darn 6. Hier wieder umgestiegen auf N7, ne? Dass ihr mal dann nochmal seht hier. Und Trupp nehmen wir jetzt mit, ich glaube, Jarl. Jarl wäre ganz gut. Da war nämlich gerade noch irgendwas mit Jarl. Und Vetra. Warum eigentlich nicht? Zwei interessante Charaktere. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Oh Gott, das kann jetzt, wie gesagt, echt alles sein. Vielleicht stehen sie erst vor der Tür. Vielleicht, nö, kämpfen tun sie anscheinend noch nicht. Prodroma steht auch noch. Nichts zerbombt. Alles gut. Mit Bradley sprechen. Na dann, schnell hin. Ja, mein Jetpack wieder. Darüber wird... Sag mal, hatten wir hier schon immer so ein Relikt-Ding stehen? Das ist doch neu. Tut mir leid, dass ich Sie im Ungewissen lasse, Pathfinder. Aber dieser Planet hat überall Augen. Wir haben aus dem Orbit kaum Aktivitäten gesehen. Es gibt sie aber. Hoffentlich können sie dagegen vorgehen, bevor sich etwas Schlimmes daraus entwickelt. Bis bald. Ja, Bradley. Danke fürs Kommen. Ich wusste, Sie würden bereit sein. Ich brauche Antworten. Sie sagten, Feinde würden sich nähern. Es gab Überfälle. Wir hatten wegen unserer vielen wissenschaftlichen Geräte mit Piraten gerechnet. Aber nicht mit sowas. 4-5, ich wiederhole. Lager fertig, warte auf Sender. Start bei Ortung, ich wiederhole. 1, 2, 3. Angara? Also die Cats sind ja hier auf Eos schon wirklich sehr gut vertrieben. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass welche nachkommen können, aber eine aufgenommene Angara-Durchsage? Ich verstehe gar nichts mehr. Was höre ich da, Bradley? Ich habe folgende Sorge. Vielleicht waren die Überfälle auf uns nur ein Ablenkungsmanöver, damit jemand im Schwarzfels langsam taktisch aufrüsten kann. Taktisch? Sie meinen militärisch? Nein, das war eine angaranische Stimme. Er meint Rokar. Deshalb hat er uns gerufen. Ein Angriff auf unseren ersten Außenposten? Können Sie sich vorstellen, wie die Nexus darauf reagieren würde? Diese Reaktion wäre genau das, was Axul will. Ich wollte gerade sagen, ob Axul dahinter steckt. Die alte Schweinebacke. Es wird nichts passieren. Wir klären... Können wir das überhaupt klären? Eos hat genug durchgemacht. Wir werden der Sache ein Ende machen. Was es auch ist. Das wusste ich. Ich hoffe, dass ich mich irre, Pathfinder. Ich wollte diese Denkweise eigentlich nicht mit nach Andromeda bringen. Brechen Sie zum Schwarzfeld-Stand auf. Ich sende Ihnen den NAV-Punkt für das Signal. Das ist alles Machtgerangel, Bradley. Das ist doch jetzt... Das ist uns doch bekannt. Schwarzfeld-Tande aufsuchen... Wow. Das ist das Ganze hinten. Okay, reisen wir mal rüber. Mann, was heute hier schon wieder alles passiert in der Folge. Unfassbar. Wir sind fast am Schwarzfels-Tent. Das ist definitiv ein Rokar-Signal. Verstanden. Wir halten die Augen offen. Ich habe mal dem Nomad übrigens diesen Beamstich verpasst. Ne? Ihr seht es ja gerade schon. Das ist hier hinten. Komm, einmal drehen, schnittiges Ding. Oh. Ja, natürlich. Ich fahre hier durch die Schlucht. Hier irgendwo ist es.
Na, wer bombt mich gleich weg? Oder passiert auch nichts? Ah. Schwarzfeldtande untersuchen. Bradley hatte recht. Rokar vor Ort. Achten Sie auf Reserven nach dem ersten Angriff. Gut zu wissen. Reserven nach dem ersten... What? Doch, Mann. Einmal tauschen. Aua, hast du mich am Fuß erwischt? Alte Nase. Könnt ihr auf diesen Scharfschützen mal bitte gehen? Oh nein, der chillt. Oh Gott. Boah, die Löcher. In den Sack, mein Guter. Oh, es hat was gewirkt. Reicht noch nicht mal, ne? Boah, alles Scharfschützen hier. Und die kleinen Griecher. Jetzt kümmert euch da bitte nicht um die Griecher. Das ist gut wie bei den Typen. Ah, hier komm, flieg. Flieg und sieg. Wir sind nicht allein. Schnell, 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 schnell. Ist das überhaupt noch Hoka oder ist das noch... Boah! Ich brauche Hilfe! Der ist hoch. Okay, Leute, beruhigt euch. Kampf bereit machen! Ah doch, ein Roker ist da noch. Warte mal, komm mal her. Komm mal in meine Auslöschung. Ja! John, alle ausgeschaltet? Alle ausgeschaltet. Und wir haben immer noch Bradleys Signal. Gut. Dann sehen wir mal nach, was sie beschützt haben. Ihr habt auch schon gesehen, das macht mir Sorgen. Die Rokar sind keine Piraten. Ja, die werden doch einen Plan haben für irgendwas. Toll. Ich habe mal das Asari-Schwert mit ausgerüstet. Okay, Konsole. Dieses Signal kann Landungsschiffe zu einer präzisen Position rufen. Das ist eine Strategie der Rokar. Der Speer platziert den Sender mitten in Prodromos. Und sagt Axul damit exakt, wo er zuschlagen muss. Bradley, Schwarzfels war ein Rokar-Spähtrupp mit einem Zielsuchsender. Scheiße. Zum Glück haben sie dem ein Ende bereitet. Also hätten die eben die Position weiter verraten? Die dürfen das nicht wiederholen. Ich gehe nicht weg. Das hier ist mein Haus. Ich bin nicht sicher, was Sie da verlangen, Pathfinder. Wir können nicht unseren ersten Außenposten aufs Spiel setzen. Das ist der dritte. Den ersten und den zweiten haben wir... Metra! Versprechen und Beständigkeit. Was haben Sie vor? Ein Köder an den alten Städten. Ja. Wir benutzen Ihren Sender. Sie wollen ein Ziel, wir geben Ihnen eins. Zu unseren Bedingungen. Anlage 2 hat noch Strom. Sie könnten von dem alten Comm-System aussenden. Lockvogeltaktik in Anlage 2. Gehen wir. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Das steht die ganze Zeit um mich rum hier, oder was? Was? Gut. Natürlich hätte ich jetzt nicht Prodromos gegeben. Das stand da als Auswahl, ne? Wie kann man denn Prodromos? Nein, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Aber wir können eine Finte legen in der zweiten Anlage. Das geht gut. Darauf bin ich mal gespannt. Beständigkeit, da haben wir gekämpft mit dem Biest, ne? Wenn ihr euch mal überlegt. Also, wenn ihr es noch wisst, ne? Ich reise jetzt mal rüber. Ich verabschiede mich aber schon mal hier an der Stelle. Wir sehen uns dann in Anlage 2 in der Beständigkeit wieder und gucken mal, was Axula eigentlich so vorhat. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Tschö, tschö mit Ö.